Hi. Willkommen zurück bei Bloodborne. Wir sind hier gerade bei diesen zwei tollen, dicken Männern, die mit Kanonen schießen. Also da ist noch einer, der denkt natürlich, ich gehe da hin und lasse mich in einen Hinterhalt locken. Nein, 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 das tue ich nicht. Aber ich guck mal eben. Da liegt noch was. Da mal hin. Oh, toll. Das hat sich gelohnt. Oh, ich könnte ihm jetzt in den Rücken fallen, glaube ich. Vielleicht. Moment. Vielleicht weiß er auch ganz genau, dass ich hier stehe und. Lol. Geil. Geil. Vielleicht klappt das ja bei dem auch. Also vielleicht vergisst er gleich zufällig, dass ich hier bin. Hä? Hä? Wo bist du? Er scheint verwirrt. Ich bin auch verwirrt. But, ah ja, da ist er. Ja, das klappt. Das klappt. Sehr cool. Oh Mist, ich hab gedacht, er wäre schon tot. Nein! Oh, ich hänge. Oh nein! Oh nein! Ey, fick dich, du Scheiß. Ach Mann, oh, warum bin ich so dumm? Warum? Das hätte so schön aussehen können, ne? Nein. Oh. Das macht mich traurig. Ich habe es schon vor meinem inneren Auge gesehen, wie ich perfekt beide töte und. Oh. Ja. Ich versuche es mal. Moment, dich töte ich auch noch. Ich wollte sagen, ich versuche mal hier jetzt einfach durchzurennen. Eigentlich muss ich ja nur zu der Leiter. Das dürfte doch machbar sein. Wo ist die Leiter? Ja, okay. Nee, ist vielleicht doch nicht so. Wo ist die? Ich sehe sie jetzt gar nicht. Hä? Ach, da. Ja, das ist schwierig. Hält sich wohl für besonders toll, was? Uah. Bam, bam. Mann, 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 Mann. So. Voll der geile Trick. Ist wahrscheinlich gar kein Trick, so wie ich wollte, aber ich finde mich schlau. Ey, du musst näher daran. Nein, nicht so.
jetzt geht er, ne? Jetzt geht er. Ich könnte jetzt natürlich auch einfach da weiterlaufen. Aber ich möchte mich rächen. Ihr blöden Wichser. Ich hatte den falschen Typen anvisiert. Ach Mann. So. Wundert euch nicht, dass ich jetzt hier ein bisschen anders ausgerüstet bin. Ich habe mal eben... Allerdings nicht als Let's Play, habe ich mal eben die Waffen, die wir schon gesammelt haben, upgradet. Und zwar, achso, übrigens das hier, das habe ich gerade noch mal eben gesammelt. Das war nämlich relativ weit am Anfang, habe ich vergessen mitzunehmen. Das ist der, wie heißt das, Bestienschlitzer heißt das. Was mache ich da? Warum habe ich das jetzt verzaubert? Ja gut, wie auch immer. So. Das hier. Ich habe es mal auf plus 9 gemacht, weil ich jetzt mich eh mit Ressourcen totschmeißen kann. Ja, vom Schaden finde ich es eigentlich ganz in Ordnung, aber von den Attributswerten ist es, glaube ich, ziemlich schlecht. Also ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so richtig erinnern, wie das mit den Attributsboni war, aber C, E und D klingt für mich zumindest nicht so super gut, vor allem wenn ich das mit der Ludwigsklinge vergleiche. Bei der ist, glaube ich, ein B und ein A ist. Naja, aber wir werden es gleich einfach mal im Kampf testen. Und zusätzlich habe ich auch den Eruptionshammer hier ein paar Level höher gemacht. Mir fehlen jetzt leider die Blutsteinbrocken oder wie die heißen, um das noch höher zu machen. Aber egal, zum Antesten passt das schon. Von den Werten her deutlich besser, würde ich sagen. Woran liegt das eigentlich? Warum? Moment. Ich kann euch das hier auch nochmal kurz vorlesen. Ein gewaltiger Hammer, ausgestattet mit einem Miniaturofen, ist der entzündet, gibt eine Flammsalve ab, die bei einem Treffer heftig explodiert. Zermalme die Bestien, verbrenne sie. Die rohe Einfachheit des Eruptionshammers wurde von Jägern mit einer akuten Abneigung gegen Bestien bevorzugt. Ja, wir sollten ihn vielleicht auch ausrüsten. Wo ist er denn jetzt? Da. Yo. Ich würde sagen, ich teste ihn einfach. Ich bin wahrscheinlich auch die falsche Ansprechperson, um hier groß über die Werte zu diskutieren, muss ich ja zugeben. Das können andere besser. Ja. Dieses dicke eiserne Hackbeil durchtrennt auch die zähesten Bestien heute. Bei der Transformation wird die Klinge aufgespalten und kann wie eine schwere Peitsche benutzt werden. Diese grobe Waffe setzt auf rohe Gewalt und ist bedauerlich unelegant, was nahelegt, dass die Jagden der frühen Jäger grauenhafte Angelegenheiten voller dunkelrotem Blut waren. Ja. Und das Ganze sieht dann so aus, wenn das Ding sich zu einer Peitsche formt. Oder? Moment, ist das jetzt der Peitschenhieb? Ja, ne? Genau. So ist der normale Schlag. Also sie gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut, weil sie recht langsam ist und ja, mal sehen, wie das gleich im Kampf aussieht. Das hier ist der Hammer. Hier ist so der normale Angriff. Und ausgerüstet mit dem Feuer sieht das dann so aus. Ah, okay. Ach so. Ah, ich kann ihn einmal anzünden und dann einen Schlag mit Feuer machen. Okay, und dann ist das Feuer weg und... Ah.
verstehe. Ja, ist auch interessant. Ich würde sagen, wir testen den auf jeden Fall mal. Wir testen mal beides ein bisschen im Kampf. Obwohl der jetzt natürlich nicht so stark ist, wie die Klinge. Allein schon deshalb, weil er ja nur auf plus 6 ist. Aber naja, ne? Bumm. Hä? Warum? Wie jetzt? Was mache ich denn da? So. Und ja, hat mir jetzt noch nicht so richtig gut gefallen, muss ich sagen. Nicht bei dem Ding hier. Ui, boah, ey, guckt euch an, wie viel Schaden die machen. Komm ich nicht drüber hinweg? Komm ich nicht drüber hinweg? Da kann ich auch. So, so sieht das mit der. Huch! Hui, was? Was habt ihr denn vor? Hallo? Hab ich auch noch nicht gesehen, dass sie hier hochgekraxelt kommen. Aua. Aua, natürlich. Ja gut, also hat auf jeden Fall natürlich mehr Reichweite, das ist nicht verkehrt. Ach, ich weiß nicht, vom Schaden her und auch so die Schnelligkeit, da finde ich halt blöd. Irgendwie überzeugt mich das jetzt beides nicht so ganz. Hi du, hi. Also der Angriff gegen mehrere Gegner ist ja nicht verkehrt. Bin ich das? Okay. Angriff gegen mehrere Gegner ist hier ja nicht verkehrt, aber... ich weiß nicht so recht. Das ist halt echt eine behäbige Waffe, so, ne? Ui! Aua! Wie Schaden er einfach damit macht und wie wenig ich mache. Alles klar. Ich sehe dich da. Kann ich hier durchfallen? Oh Mann. Boah, jetzt habe ich auch meine Klinge nicht mehr ausgerüstet. Das habe ich auch richtig intelligent gemacht gerade hier. Oh Mann. Oh, fuck. Yeah.
Guckt euch mal an, was das hier für ein Krampf ist. Mann. Boah, ey. Ey, ne. Ne. Also ich wechsle wieder zurück. Das gibt's ja nicht. Nein, danke. Sind zwar so ganz cool anzugucken, aber ich, ne. Boah, ich habe einfach 14 Tränke hier verballert. Eieiei. So. Moment. So. Gutes altes Schwert. Das finde ich jetzt doch ein bisschen schöner. So. Gucken wir mal. Wo sind sie denn? Ach, da. Gucken wir mal, wie wir das hier jetzt machen. Ich halt voll rein. Oh, nee. So, junger Mann, dann schauen wir mal. Ob wir dich hier endlich mal kaputt kriegen. Ja, bei dem muss man echt im Nahkampf bleiben. Oh, toll, Quecksilberkohlen, die bringen es jetzt natürlich. So, bei dir. Okay. Uiuiui. Ach, der hat seine Waffe verzaubert. Eieiei. Wow, und ich hänge hier natürlich mega fest. Geil. Oh, ne. Ja, die kriegen wir schon noch beide hier kaputt. Das wäre ja wohl gelacht. Komm, lass mich vorbei. Oh, es ist so viel angenehmer mit dem Schwert. Oh Mann. Aua. Boah. Der macht ja auch richtig krass Schaden. Oh Mann.
Ach, weißt du was? Ist doch okay. Tob dich aus da hinten. Wir haben eh was anderes vor. Was ist denn das da überhaupt? Könnten wir auch noch mal angucken. Ach ja, und da will ich ja auch noch rüber. Ach, wahrscheinlich kommen wir hier rüber. Ne? Erstmal machen wir trotzdem jetzt die beiden Dicken. Das wird ja wohl zu schaffen sein, verdammt nochmal. Denn die ärgern mich langsam ein bisschen. Ich finde, der hier ist ja doch eigentlich recht einfach zu killen. Der andere fand ich. War gerade ganz schön schwierig. Ja. Oh nee! Jetzt kommt der auch noch. Oh Mann. Ja gut, wir können es natürlich auch so machen, ne? Geben wir ihm gleich nochmal einen Stoß in den Rücken und dann ist er auch hinüber. Ja, das geht auch. So. Okay, so gefällt mir das auch schon besser. Soll ich mich nochmal mit dir anlegen? Na gut. Meine Ehre wiederherzustellen. Hoffentlich. Arschloch. So. Das sah doch gut aus, ne? Das sah doch gut aus. Okay, jetzt können wir uns auch mal ein bisschen hier in Ruhe umgucken. Falls hier denn was ist. Vielleicht in seinem Eckchen hier. Ah. Yay. Ah, okay. Metzgergewand. Metzger-Set. Ja, gut. Das können wir. Ah, direkt mal anziehen. Metzgermaske. Wo bist du? Metzgergewand ist jetzt auch nicht so schlecht von den Werten. Wow, das ist hübsch. Ja, gut. Bleiben wir erstmal so. Irgendwie hat das ja auch was. Mir gefällt der Umhang. So. Ich höre was. Ach so, ihr wart das. Klappert denn hier so? Oh. Ach, da ist einer. Willst du raus? Das bringt ja auch nichts, wenn du hier auf der anderen Seite bist. So. Okay. Blutfiole, 6 Stück. Ja. Nehme ich doch gerne. Leichen. Da geht's weiter. Ei. Euch habe ich nicht bemerkt. So.
Oh Mann. Uah! Uah! Wo kommt sie denn her? Oh, hättest du wohl gerne, ne? Hä? Wo kamen die gerade her? Ich töte dich jetzt. Kann ich das? Ah, danke schön. Tun wir mal so, als hätten wir ihn erlöst. Okay. Kiesel, toll. Boah, ist das gruselig mit den Viechern hier. Okay. Das sieht doch sehr nach Bosskampf aus, oder was meint ihr?